Und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Yay! Wir haben beim letzten Mal wieder den Accessoire-Laden betreten, nachdem wir die gesamte Stadt durchstreunt haben. Wo wir ein paar Luzid-Splitter gesammelt haben und die ganze Zeit von Donald und Goofy verfolgt wurden. Ja. Stalker. Ehrlich mal. So, und jetzt scheinen wir eine Zwischensequenz aktiviert zu haben. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. Wer weiß, was es ist. Why would it choose a kid like you? Hey, what's that? Aus Storygründen, die in dem Nachfolger erklärt werden, das dann vor diesem Teil spielt. Wunderbar. All right. Deshalb. Then have it your way. Ich weiß nicht. Ich finde Gunblade irgendwie besser als Keyblade. Wieso? Aber hey. Der nächste Kampf, den man gewinnen oder verlieren kann, das ändert nichts. Wow, der macht doch ordentlich Schaden an uns, kein Wunder. Schaffst du es denn jetzt? Wow. Willst du Potion benutzen? Nur eigentlich nicht. Du musst wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich, ja. Das macht keinen Unterschied. Ha. Gibt der viel Erfahrungspunkte oder irgendeine Belohnung? Bringt nicht viele Erfahrungspunkte und gibt uns, glaube ich, eine Heat Potion oder eine Mega Potion. Also nichts Sinnvolles. Nice going, Leon. Nice going, Leon. Aber die Sequenz ändert sich wahrscheinlich. Ja. Still. It looks like things are worse than we thought. A lot worse. Ja, der Typ hat den Schlüssel schon und hat nichts drauf. Trotzdem fällt Sora, glaube ich, um und wacht dann an einem anderen Ort wieder auf, so wie jetzt auch. Na toll. Also große Unterschiede sind nicht. Von der Sequenz her, aber es ist natürlich eine andere Sequenz. Ja gut, das war also Leon, wer hätte es gedacht, den Donald und Goofy finden sollten. Ja. Also wäre es so einfach, wenn die beiden ihn finden. In der Tat. Eine Sequenz, die im Original nicht dabei war, die nur im Final Mix drin ist. Oh hey, Rico. Ja. Man sollte vielleicht auch mal zwischendurch zeigen, was ist eigentlich mit dem passiert. Ja. Der war mal ein Charakter. Der wird auch nochmal ein Charakter werden. Der Emo-Junge. Huah! Wie man sieht, nicht synchronisiert. Tatsächlich. Muss ich die Szenen danach sprechen oder so. Sora! Kirby! Mein Gott, sieht aus wie im letzten Bosskampf gegen Ganondorf in Wind Waker. Ja, so ein bisschen. Sieht aus wie in einem Stummfilm. Schrei, keine Wörter kommen raus. Oh mein Gott, eine finstere Gestalt. Ja. Aber mit Händen. Oh mein Gott, eine finstere Gestalt mit Händen. Ja, der letzte Kuttenträger hat seine Hände ja nicht gezeigt. Ja, Frechheit. Gut, dann werden wir da jetzt wohl hochklettern müssen, oder ist die ganz... Ach nee, das die war ist nur eine Zwischen- ganz, ganz woanders. Gorsch! Spooky! Hi. Excuse me. Did the king send you? Schön, wie die ganzen Final Fantasy Charaktere bekannt mit dem König sind. Ja. Natürlich. Du solltest doch tot sein. Ja, was machst du hier? Geh zurück ins Grab. Come on, lazy bum. Wake up. Ja, echt. Grauenhaft. Halluzinationen. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the Great Ninja Yuffie. Great Ninja Yuffie. Süße kleine Yuffie. Gute Arbeit. I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, the Keyblade. Yeah. We had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. Ja. Nehmt so einfach das Schlüsselschwert weg. Braucht er eh nicht. But it won't work for long. Ja, eben. Gut, wenn's für die Gegner ein Navi zu uns ist. Ja. Ich hab trotzdem kaum geglaubt, dass du die Auserwählte bist. Aha. Wir haben uns das dann abgenommen. Well. Wer allein eine Hand zu halten ist, zu uns zurückspawnt. Why don't you start making sense? Haben die ein Tuch benutzt? Vielleicht. Oder mit so einem Besen weggeschoben oder so. So, Kiebel, jetzt siehst du nicht, das weißt du nicht, wer dich an der Hand hält. Besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now.
Oh nein. Sie waren nie verbunden. When the Heartless came, mit der Dunkelheit. Everything changed. And then the Heartless attacked. The Heartless? The ones who attacked you. You remember? Those without hearts. The darkness in those without hearts. Heartless. That's what attracted me. Macht doch Sinn, ne? And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Nö. Nee, noch nie. Bestimmt nie wichtig. Ansem? Vor allem, woher soll Sora schon mal von dem Typen namens Ansem gehört haben, der bisher 14 Jahre isoliert auf seiner Insel gelebt hat? Ehrlich. Ja gut, das wissen die ja nicht. Hast du schon von Ansem gehört? Gorsch. Oh, Gorsch. Gorsch. Pages are scattered everywhere. Scattered. Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes. Those were my thoughts, exactly. Da macht er richtig gute Arbeit mit. Quick! Red! Red! That's right. The Keyblade. Wer könnte das nur haben? This is the key. Exactly. Exactly. The Heartless have great fear. Ich bin beeindruckt, dass ihm nie aufgefallen ist, dass das ein Schlüssel ist. Das ist also ein Schlüsselschwert? Well, ein recht simpler Name dafür. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Miku! Kairi! You know what? I really don't know. Aw. Schabbersens. Wissen wir nicht, was mit Riku und Kairi passiert ist? Wie unglücklich. Das hatten wir auch schon vorher mehr oder weniger gewusst. Oh mein Gott, ein Speicherpunkt, der danach nie wieder hier sein wird. Merkwürdiger Speicherpunkt, die anderen sahen doch nicht so. Ja, das ist halt ein temporärer Speicherpunkt, der irgendwann nicht mehr da ist. Das sagt der sieht uns auch so komisch aus, ja. Na gut. Ja gut, dann reden wir nochmal mit Yuffie und Leon. Ich habe gehört, das Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Deswegen ist es so ein Schlüsselschwert. Ja. Probier es aus, wenn du wieder eine Schatztruhe oder eine Tür findest. Bei Schatztruhen haben wir sogar schon mal. Jetzt können wir endlich Sachen damit öffnen. Puh! Elixier erhalten. Des Weiteren. Dschungel am Mittag. Aha. Karlsberg morgens um 7. Was? Was? Ist klar. Na, wenn wir die Uhr oft genug schlagen, aktivieren wir damit auch was. Sag bloß, wir kriegen mal wieder einen Brief raus. Nee. Plonk. Das war das erste Plonk. Es müssen aber, glaube ich, drei Plonks sein. Wenn ich recht entsinne. Du scheinst aber nicht mehr zu reagieren. Ich habe sie auch gerade getroffen. Ah, reagiert tatsächlich auch weiter. Ich hätte wahrscheinlich bei Bling. Punkt 12 aufgehört, hier zu schlagen. Bling. Wir müssen sie bis auf 7 Uhr halt umstellen, so wie das Ding gesagt hat, 7 Uhr. Heftig. Pling ist das zweite Pling. Dadurch ist diese Schatztruhe erschienen. Ah, ja. Und da ist ein Mithril. Nein, nein. Hätte schlimmer sein können. Leon, was hast du zu sagen? Ansprechen. Früher oder später werden dich die Herzlosen finden. Okay. Du sollst dich darauf vorbereiten. Da unser Schlüsselschwert ja zu uns hinholt. Ja. Mich vorbereiten? Um dein Leben zu kämpfen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Müssen wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Nee. Yuffie, wir sollten zu Aerith drüber gehen. Sie sollte inzwischen mit den beiden anderen Besuchern da sein. Ja, ne? Warum nicht? Leon! Go! Ja, ne? Da. Bam! Ins Gesicht, Donald! Let's go! Ist ja nichts Neues. Klo. Kriegen wir die jetzt ins Team, die Final Fantasy Charaktere? Nee, leider nicht. Oh, lame. Gorsch! Wie praktisch ein Disney-Charakter zu sein. Ja. Kümmere dich nicht um die kleinen Fische. Finde den Anführer. Gehen wir! Ja, diese Gegner, da haben wir noch nie besiegt. Das sollen kleine Fische sein. Bonk! Rein Slide. Sehr schön. Direkt mal eine Potion vom ersten Gegner, den du besiegt hast. Die bringen uns auch Tech-Punkte. Wie man gerade schon anschaulich gesehen hat. Kriegt man denn von denen schnell Tech-Punkte? Könnte man damit schnell leveln? Nee, oder? Eigentlich nicht. Aber sie bringen halt auch drei Punkte, wenn wir sie besiegen. Ja, ich sehe es auch gerade. Also das Besiegen deutlich effektiver. Bams. Jawohl, das ist noch eine Potion. Nee, ist keine Potion. Potions sind in... Grün? So komischen grünlichen. Das ist ein Rubinsplitter. Ein Schmiede-Item, wie ich vermute. Die roten sind aber die Schmiede-Items. Was steht auf dem Schild? Auf welchem Schild? Das Schild. Das da. Caution! Caution! Ich habe Countdown gelesen, das hat mich verwirrt. Ich habe mir gedacht, das könnte nicht richtig sein. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe, die wir scheinbar einsammeln können. Ja. Komm schon, Postkarte öffnen! Klick, klick. Ring. Kling, Potion halten. Mein Gott, wo sind denn die ganzen Postkarten? Da unten ist ein rotes Symbol im Wasser. Merken.
wegen diesem roten Symbol bin ich damals hängen geblieben im Spiel. Weil ich nicht wusste, dass es da ist. Und das, okay. Das rote Symbol ist wichtig fürs Spiel. Okay. Nein. Ja, ne, da haben wir auf jeden Fall noch ein paar mehr von diesen puppenartigen Gegnern. Da ist das Zimmer von Valdria. Ja, Zimmer Valdria und Zimmer Volrio, die sind beide nebeneinander. Das sind die beiden Hotelzimmer, in denen wir gerade mit Leon und Yuffie gesprochen haben, beziehungsweise in dem Donald mit Eric gesprochen hat. Ja. Und wir halt mit Leon und Yuffie. Ja. Klick, klick. Glück. Ja. Ja, und hier vorne können wir offen, aber hier ist noch. Na gut, dann nicht. Eine Truhe mit, aber jetzt endlich eine Postkarte drin. Diamant! Oh Gott. Ja, ich glaube, wir haben im Moment erstmal alle Postkarten, die wir so leicht kriegen können. Ja. Sind die anderen später im Spiel verteilt? Die anderen sind später, die kann man später in Traverse sammeln. Okay. Da braucht man spätere Fähigkeiten für, um da dran zu kommen. Ach so, oder ich dachte, wir könnten jetzt alle 10 hintereinander direkt sammeln. Oder man muss an andere Orte kommen. Klick, klick, und hier haben wir noch eine Potion. Yay, unser Inventar füllt sich langsam aber sicher. Ja. Willst du nicht eigentlich mal andere Items auf die Quickbar da unten legen, oder? Nein, eigentlich nicht. Im Moment reichen die Potions vollkommen aus. Die Potions sind im Moment eine komplette Vollheilung. Okay. Dann lohnt es sich in der Tat nicht, andere Heil-Items einzusetzen. Ja, dann gehen wir mal wieder rein ins Hotel. Ja, in einem dieser... Oh, hi. Hier haben wir neue Gegner. Mit denen wir noch nichts machen können, weil wir für die Zauber brauchen. Hießen die noch gleich, weil es... Pufungis. Pufungis. Heißen sie bei uns. Im Englischen heißen sie einfach solcherweise White Mushroom. Im Gegensatz zu den Giftfungis. Ja. Klick, klick. Pling. Diamant erhalten. Wunderschön, wunderschön. Da vorne ist aber noch eine Kiste. Nein. Ich? Nein, nee, Kiste? Eine Kiste. Nee. Schwören können, das ist meine Kiste. Na gut, dann nicht. Das haut ihr da einfach mal. Ja. Und dann kämen wir stattdessen nur die Puppen, die hier draußen auf dem Gang stehen. Die ganz nervigen Viecher, die tauchen aber viele von auf in der Umgebung. Ja. Ja, jetzt haben wir sie auch etabliert als stärkere Gegner, dann muss man sie auch ausnutzen. Zugegebenermaßen sind sie netter als die anderen Lurche, die die ganze Zeit im Boden verschwinden. Ja. Was dieses Spiel eigentlich relativ gut macht, ist, wir bekommen in Welten immer wieder neue Gegner natürlich vorgesetzt. Also sie schaffen und wir bekommen eigentlich pro Welt auch mehrere neue Gegner vorgesetzt. Was das Spiel relativ gut macht, ist, sie setzen uns eigentlich immer erstmal einem neuen Gegnertyp aus, dass wir uns mit dem auseinandersetzen und den lernen können. Und erst danach, wenn wir uns mit dem... wenn wir uns dann mit dem ein bisschen auseinandergesetzt haben, dann kriegen wir dann neue. Und davon auch erstmal nur wenige und separiert, damit wir uns daran gewöhnen können. Das machen sie eigentlich ganz gut. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nicht so wie in gewissen anderen Spielen, in denen du einfach durch das gesamte Spiel durch ungefähr 5 Gegnertypen hast. Ja. Und deutlich längere Ladezeiten. Ja. Welches Spiel könnten wir wohl meinen? Ich glaube, dem folgen wir nicht, oder? Naja, wir müssen sowieso hier runter. Achso. Gut. Dann kannst du ihn auch gleich besiegen oder so. Naja, es wird wahrscheinlich nicht spawned sein inzwischen. Wahrscheinlich. Oh! Der ist schnell gestorben, der Linke. Ja, weil die Rutschattacke kann mehr als einmal treffen und da ich nur 2 Treffer brauche, um die zu töten, ist die Rutschattacke ganz praktisch. In der Tat. Ja. Aber sie können natürlich auch ausweichen und dadurch die ganze Sache einfach nur länger ziehen. Nerv. Ja. Aber generell musst du das Ganze hier nicht machen, oder? Ich muss die Gegner nicht töten, aber ich töte ganz gerne Gegner. Einfach nur so. Einfach nur so. Weil Gegner natürlich. Unter anderem, weil man später auch Sachen freischaltet dafür, wenn man eine bestimmte Anzahl an Gegnern getötet hat. Das ist dann natürlich ein Grund. Ja. Sachen im Spiel wirklich? Oder? Ja, Sachen im Spiel. Okay. Ein Rubinsplitter, yeah. Unsere Schmiede-Items kriegen langsam auch einen ordentlichen Vorrat. Ja, vor allem haben wir inzwischen auch 466 Taler zusammen. Ja, aber ich glaube, wir wollen hier nichts Interessantes kaufen, oder willst du irgendwie das 1000er Item? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt gleich dann schon neue Waffen für Donald und Goofy kaufen können. Spoilers! Jetzt hätten wir es nicht schon 5-mal vorher gespoilt, aber ich weiß nicht, ob wir die nicht gegebenenfalls mit Waffen für die schon kaufen können, dann wäre es ganz praktisch, schon mal Waffen für die zu holen. Das ist wohl wahr. Ja. Dafür sollten wir natürlich schon mal ein paar Taler zusammensparen. Ja. Ich mach geldgieriges Volk hier. Ja. Geld ist relativ knapp bemessen im Spiel. Man kann es, schätze ich mal, auch farmen, oder nicht? Ja, klar. Gibt es nicht irgendwelche effektiven Möglichkeiten? Gegner. Die effektivste Möglichkeit. Ich denke, irgendwelche Fähigkeiten oder so. Gorsch! Disney-Charaktere im Kampfeinsatz. Wow. Haben sie gut hingekriegt. Nein. Aber hi. Okay. Leicht gefunden. Ja. Außer dem Wende. Ich habe so das Gefühl, wir stellen uns jetzt einen Bosskampf. Ja. Aber erstmal kriegen wir noch normale Gegner vom Bosskampf. Erstmal einen Hordenkampf. Ja. Erstmal einen Hordenkampf.
Und jetzt haben wir Donald und Goofy in der Party. Ich würde sagen, wir haben gerade ein Team erhalten. Goofy mit einer recht langen HP-Leiste und Donald, der in ungefähr 4 Schlägen tot ist. Ja. Dafür aber halt viele MP hat. Er ist halt der Hofmagier. Ja, aber er stirbt gleich schon, der Hofmagier. Ja, aber die beiden haben von Anfang an Potions mit dabei, die sie dann auch gegenseitig aufeinander werfen. Praktisch. Im Notfall. Kann er denn Vita? Nein. Ah. Nerv. Er lernt alle Zauber dann, wenn wir sie auch lernen. Außer Feuer, das kann er von Anfang an. Immerhin. Und dann unser ersten Boss. Das ist ein quietschbunter Boss. Der auch für den Final Mix neu gecolored wurde. Im Original war er pink. Pink? Also pink, pinklich-rot und jetzt ist er, ja. Und? Er ist die quietschbuntpeitsche als Gegner. Ja, das auch. Das sieht aber wirklich merkwürdig aus. Donald! Ja, wie gesagt, wurde schon geheilt, scheinbar. Praktisch. Ich schätze mal, Goofy wird eine Potion eingesetzt haben. Das macht er ganz gerne. Man hatte, glaube ich, am Anfang an 5 Items. Ich glaube, alles Potions. Okay, erhöht sich unser Item-Vorrat auch noch den Weg? Ja, wir können mit einer Weile, können wir, ich glaube, bis zu 7 Items tragen. Ja, das ist ja immerhin das Ende des Spiels. Kannst du eigentlich seinen Körper direkt töten, ohne die Körper zu erzählen? Nein, der Körper nimmt nur so und so viel Prozent Schaden, bis wir dann ein neues Körperteil getötet haben. Ja, okay. Deshalb, ja. Macht's keinen Sinn, den Körper zuerst anzugreifen. Ja. Wir müssen eben Arme und Beine komplett vernichten. Hat auch weniger Angriffsmöglichkeiten, ja. Wenn er die Dinger da nicht mehr hat. Ja, auf schwer wäre ich wahrscheinlich inzwischen gestorben, weil der Boss einfach auf schwer lächerlich viel Schaden macht und weil man halt auch doppelten Schaden nimmt. Du hast bis jetzt aber noch keinen genommen, oder? Ja, ich bin einmal getroffen. Vielleicht ist er ja HP-Gegenstände fallen so, lässt. So, stimmt. Du bist ja zwischendurch so geheilt. Wenn man seine Körperteile tötet. Schon klar. Oh, nein, leider nicht. Nee, die Beine haben erheblich mehr. Die Beine haben erheblich mehr HP als ich. Merk schon. So, aber das war's für die Beine. Jetzt müsste er nur noch auf seinen Torso rumhüpfen. Jetzt können wir nur auf den Torso angreifen. Wieso kann dieser Torso so hoch fliegen? Weil wir noch nicht die Fähigkeit haben, besonders hoch zu springen. Deshalb. Das war's. Und Goofy hat Angriffskraft hochbekommen. Praktisch. Goofy ist ja auch praktisch der Ritter. Der Nahkämpfer. Ich hätte mal so, da kann mit Angriffskraft nicht viel anfangen. Nee. Wobei es bei ihm eigentlich auch ganz praktisch ist, wenn man ihm sagt, greife nur wieder mal normal und spar MP darauf, auf uns Vita zu wirken. Ja, wenn er es denn kann, ne? Ja, sobald das kann, werde ich ihn auch so einstellen. Das war auf jeden Fall... Ja, und wir haben einen Nachia-Reif erhalten. Der Quietschbunt-Boss, der uns einen Nachia-Reif gegeben hat. Das kann ich mir nicht so darunter vorstellen. Ja, Bosse lassen immer Sachen fallen. Ja, wie wär's mit ordentlich benannten Sachen? Ja. Nachia-Reif. Aha. They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Aber natürlich. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. Mund beweg, schon lange nicht mehr am Reden. Of course. Of course. Are you sure? Who knows? But we need him to come with us to help us find the king. Die Hauptstunde. Ja, gar nicht irgendwie hinterrücks oder so. Ich hab keine Ahnung, ob wir ihm wirklich helfen können, aber solange er uns hilft, ist mir das vollkommen egal. Ist halt Donald. Yeah, you gotta look funny, like us. Das ist aber unfair, die beiden sind gezwungen zu lächeln. Ja. Unser Schiff nur fährt, nur wenn wir Happy Faces haben. Toller Treibstoff. Tada! Hör auf damit! Tu das nie wieder! Okay, why not? I'll go with you guys. Ach komm. Hey, er hat mich ausgelacht. Natürlich komm ich mit. I'm Sora. All for one, one for all. Ray. Best friends forever. Ja, instant. Wer sind Rico und Karin noch gleich? Vergessen. Jetzt haben wir Donald und Goofy. Es ist sowieso viel sinnvoller. Eben. Und hilfreicher. Die tun tatsächlich was. Ja. Und lassen sich nicht innerhalb der ersten paar Sequenzen irgendwohin entführen. Ja. Das sieht übrigens ungemütlich aus. Little squirt took down that heartless. Who'd have thought it? Hallo, was können das für Charaktere sein? Wir wissen es nicht. Ich habe noch nie einen Disney-Film gesehen. Ja, herrlich nicht. Die anderen sind wenigstens halbwegs entscheidend gewesen, aber Hades hat man einfach gesehen. That'll settle things quick enough.
and the brat's friends of a king's wife. Typ aus der Gardini-Runde. Swung on the eyes, they're all bilge rats by the look of them. You're no prize yourself. Shut up! Enough! Enough! Schöne Schurkenrunde. Ja. Ja, die Runde des Bösen. Kann man so nennen. Ja, die Tafelrunde. Oh mein Gott, das ist Malefiz. Die hatte ich ja überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, die haben wir immer schon mal gesehen. Zumindest ihre Hand. Ja. Und ihre Robe. So zum Teil. Ja. Wunderbar, wunderbar. Kriegen wir jetzt mal wieder die Möglichkeit, irgendwas selbst zu tun. Sieht nicht so aus. Bereite dich gut auf die bevorstehende Reise vor. Das sollten wir wohl tun. Wir wissen nicht, wie weit sich die Haselosen ausgebreitet haben. Auf jeden Fall weit genug, dass sie auch hier in der Stadt so wie bei uns zu Hause waren. Ja. Sieh dir mal die Läden an. Da kann man nette Sachen kaufen. Wirklich? Das ist von uns allen. Kriegen 500 Taler erhalten. Ey, Taschengeld. Verwende es, wie es dir beliebt. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Passt auch gut aufeinander auf. Warum kommen die nicht mit und töten mit uns Gegner? Lass den Mut nicht sinken. Das sind Final Fantasy Charaktere, die haben alle Waffen. Wir haben nur 3 Sitzplätze. Der Gummijet steht draußen vor dem Tor. Draußen vor der Tür, okay. Okay, jetzt können wir also da vorne durch. Von einem Speicherpunkt kann man auch in den Gummijet einsteigen. Gummijet, yay! Yeah. Einfach das Speichermenü aufrufen und Gummijet wählen. Ich liebe Gummijets. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Der was? Das ist unser Schiff! Warte, bis du es siehst! Warte kurz! Sora, das ist für dich! Die Kraft der Hitze erhalten! Yay! Die Magie Feuer erlernt! Deswegen keine Feuer von Anfang an. Ja. Das Kommando Magie führt Magie aus. Überraschenderweise, über Einstellungen im Menü können zur schnellen Ausführung von Magie Kombitasten festgelegt werden. Praktisch. Magie verbraucht MP. Äther oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Yay. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh, ja. Sora hat Purzelbaum erhalten. Endlich. Jetzt können wir endlich durch die Gegend rollen. Durch Ausrüstung mit Abilities erhalten Sora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Viereck ausgeführt werden, andere sind bei ihrer Ausrüstung schon aktiviert. Unter Ability-Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man AP. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Schätze, wir sollen uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay, war's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Ja. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagebuch niederschreiben. Hurra! Chronist. Ja, ne? Und damit sind wir endlich durch die 1 Million Zwischensequenzen durchgekommen und haben Donald und Goofy als feste Partymitglieder erhalten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Gummijet fliegen. Yay! Bis dahin, see ya! Aloha!